Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag von Final Fantasy 9. Und wir dürfen schon wieder kämpfen. Heute machen wir uns auf Richtung Kuya und werden mal schauen, wer uns dann noch alles über den Weg laufen wird. An GT. Ich hab schon wieder vergessen. Heilen. Ja, ich bin so doof. So, geht's raus? Ei. Ich fürchte, da kann ich schon. So hin? Na, da fehlt. Boah. Trotten. Sehr gut. So. Und hoppala, ich bleib immer da hängen. Und weiter geht's. Zack. Gibt's hier noch irgendwo Gegner, die es wert werden, besiegt zu werden? Na. Halt! Ich muss's ja sagen. Ich hab's ja sagen müssen. Wirklich. Böse Zocki. So, aber jetzt dann. Jetzt heile ich dann. Au. So geht's auch. So. Meteo irgendwas. Oh. Au. Das war nicht geplant. Gar nicht geplant eigentlich. Das könnte jetzt mein Untergang sein. Schade, es lebt noch. Das ist schlecht. Ja, mein Untergang. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße, peinlich. Ups. Ich meine, was? Ja, ja. Grummel, Grummel, der Bauch meldet sich auch schon. Dem hat es auch gerade nicht gepasst, was ich gemacht habe. Super Zocki, du bist die Beste. So, wenn wir eh schon hier sind, können wir eigentlich auch gleich zelten. Wir haben noch 12. Bam, bam. Gleich ein bisschen Mana auffrischen. Gleich nochmal, da müssen wir voll sein. So. Bam, bam, bam. Jetzt müsste passen. Also wie gesagt, da ist nichts. Dann können wir gleich rauf, ne? Tap, 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 tap. Ist hier irgendjemand? Ja, der Kartenspiel-Fuzzi. Meine Nase juckt. Ja. So, ist hier irgendjemand? Lol, wieder zum Speichern. Ah, schön. Ist man nämlich den hier. Ah, ich wollte doch gerade schauen. Entschuldigung, nochmal zurück. Ich wollte gerade schauen tun, ob hier noch jemand gespawnt wäre, aber schaut denn jetzt aus. Dann gehen wir zum Licht. So, und wir sind schon wieder da. Keine Ahnung, wo diese anderen Gegner versteckt sein sollten oder sollen tun. Weiß ich gerade nicht. Aha, was haben wir da?
Wassertypen. Wasser ist ein Kondenswürfel. So, Eiko, du darfst. Du darfst. Vorbeigelaufen. Das würde mich gar nicht wundern. Einmal werden wir noch zelten. Ja. Also normalerweise dürfte Kuya jetzt kein Problem sein. Oh ja. Weil, ja, der ist nicht so stark. Also das ist ja meistens so, dass es hier und da mal Gegner gibt vor dem Endboss, die einem den Hosenboden aufholen. Ja. So, da gleich hinter da. Wunderbar, baba. So, Kristallmet, ja. Würde ich sagen, treten wir das Finale an. Weil die anderen drei werde ich jetzt nicht zugehen, aber immerhin bin ich schon froh, dass wir Hades besiegt haben. Soll es euch trotzdem interessieren, der Spielstand, das Spiel ist ja nicht weg. Ihr könnt ja immer noch suchen gehen. Aber nur, wenn es euch interessiert. Nicht nur Chaos, sondern auch Tantatos. Was? Thanatos. Meine Seele ist auch dem Untergang geweiht, aber ich will ein guter Gastgeber sein und euch zuerst den Weg in den Tod weisen. Dann soll einfach alles sich ins Nichts auflösen. Wahrscheinlich holt ich Kuya jetzt mit den Hosenboden auf. Ich hatte damals einfach nur Glück. Haha, ja. Bam, 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 bam. Warte, was ist hier? Ja. Ich bin nicht so. Aber sie muss schon mittlerweile. So, was nehmen wir denn? Ich werde mit Barut antanzen. Ui, Maragon ist sauer. Das hast du jetzt davon. Jetzt gibt's aufs Maul. Und da kommt der gute Matti. Oh, mit Krit. Ha! Null. Dusch!
Alter Schwede. Aha, was kommt jetzt? Viel Damage. Okay, viel Damage. So, wir beginnen mal mit den Heilern. Anderen. Wo
einer anderen Dimension als der Eule. Und ich bin das ewige Dunkel. Wer bist du? Ohne jegliche Ausnahme beherrscht die Furcht jenen Teil der Seele, der von Dunkelheit umgeben ist und wird von jedem verspürt, der auf diese Welt ein Leben erhält. Das Leben selbst ist eine einzige Grausamkeit. Ihr vernichtet euch gegenseitig und tötet, um zu überleben. Und euer Leben besteht aus Unsicherheit, Kummer und der Angst, irgendwann einmal zu sterben. Euer Leben wird davon beherrscht. In dem Moment der Wahrheit, in dem euch bewusst wird, dass ihr eurem eigenen Tod nicht entkommen könnt, erwacht die Angst in euch. Je größer die Angst vor dem Tod, desto größer der Schmerz, und doch könnt ihr den Tod nicht akzeptieren. So entwickelt sich der Hass und der Neid gegen alles Lebende. Die gewachsene Angst vor dem Tod kann nicht kontrolliert werden. Die einzige Rettung erfolgt in der völligen und vollkommenen Zerstörung. Kuya unterlag seiner eigenen Angst und versuchte, den Ursprung allen Seins, das Kristall, zu zerstören. In dem Irrglauben, so sich selbst retten zu können. Hör endlich auf mit dem Schwachsinn. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Das ist doch alles nichts weiter als eine Ausrede. Mit diesem Gewäsch redest du dir doch nur selbst einen Grund für deine Existenz ein, oder nicht? In diesem Augenblick war alles besiegelt. Alles in diesem Universum existiert nur aus einem Grund. Nämlich, um wieder zerstört zu werden. Dies war die Antwort, die er gefunden hatte. Ich habe nur auf jemanden gewartet, der diese Antwort findet. Und jetzt, wo sie gefunden wurde, muss diese Welt vernichtet werden. Hey, du sollst meine Frage beantworten. Meine Aufgabe besteht nur in einem: in der Erschaffung des absoluten Nichts, ohne jegliche Entwicklung, ohne Kristall, eine Welt, in der es keine Geburt gibt. Ist dies alles nicht vorhanden, wird es auch keine Angst mehr geben. Eine Welt, in der ihr euch so sehnlichst gewünscht habt. Wunderbar, schöne Aussichten. Wir haben uns so eine Welt bestimmt nicht gewünscht. Solange die Hoffnung auf Leben besteht, werden wir dein Vorhaben nicht zulassen, auch wenn es nur ein kleiner Lichtpunkt in einem ewig dunklen Raum ist. Der Wille nach Leben, trotz all der Qualen, die ihr leiden musstet, ist der Beweis eurer törichten und unheilbaren Krankheit, genannt Hoffnung. Aber irgendwann wird diese Hoffnung zur Angst werden. Und ihr werdet den gleichen zerstörerischen Weg wie Kuya wählen. Unmerklich bewegt ihr euch selbst auf die eigene Zerstörung zu. Wenn die Zerstörung der einzige Grund eurer Geburt ist, was macht es dann für einen Unterschied, nie existiert zu haben? Eure gesamte Existenz ist ein Paradoxon. Es besteht kein Grund, die selbstgefundene Antwort zu verneinen. Alles ist nichts. Dies ist die reine Wahrheit. Verschwindet. Werdet zu nichts. Widerstrebt dem nicht. Denn es ist der Wunsch alles Lebenden. Von wegen. Das sehe ich anders. Wir werden dich vernichten und damit genau das Gegenteil beweisen. Und die Erinnerung, die eigene Angst besiegt zu haben, wird weiterleben. Von Generation zu Generation überliefert werden. Oh. Und deswegen dürfen wir hier nicht aufgeben. Wir dürfen gegen dich nicht verlieren. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Kräfte sammeln und gemeinsam stark sein. Und selbst wenn wir dabei draufgehen, ist das noch lange nicht das Ende. Denn auch wir werden in den Erinnerungen der Menschen weiterleben. Und diese Erinnerungen werden auf alle Ewigkeit mit dem Leben eins sein. Das bedeutet zu leben. So ist es. Solange ein Mensch nicht vergessen wurde, ist alles okay. Ja, die Aufstellung müssen wir so beibehalten. Meine Wünsche, meine Hoffnungen und meine Seele als Drachenritterin werde ich nun opfern.
Wenn wir alle heil zurückkommen, mache ich ein riesiges Fest. Nein, Tanz. Das war so klar ausfrischen. Alles klar, ich bin bereit. Ich konnte gar nichts machen, aber bitte nimm meine letzte Kraft. Aiko ist wieder da. Moku, mach dich bereit. Moku. Ich hoffe, meine ritterliche Kraft, möge sie auch noch so unreif sein, wird ihren Beitrag zum Sieg leisten. Ah, danke, Alter. Wir kriegen das hin. Hoffentlich. So, es müsste alles okay sein. Hügel der Verzweiflung. Na, hoffentlich wird es nicht zu unserer Verzweiflung. Was immer du auch bist, wir werden dich endgültig vernichten. Haltet euch bereit. Jawohl, auf geht's. Wenn es unbedingt sein muss. Na gut. Aber hoffentlich nehmen wir das hin. Kuya war doch kein so leichter Brocken, wie ich gedacht hatte. Was bist du denn für ein Kerl? Ui, levitieren! Servus! Na dann! Ich glaube, Clown bringt sie da jetzt nichts mehr. So. Wir müssen jetzt echt schauen, dass wir hier überleben. Richtig? So! Aber so? Heute ein bisschen überlegen sein, wenn wir den Kampf überhaupt bestehen. Und ja. Auch alles schön hier quasi zum Abschluss. Bekommen.
natürlich. Solange auch nur ein Leben, solange der Tod auf dieser Welt weilt. Oder existiert, wie auch immer. Nicht nur das, solange Furcht in unseren Herzen existiert, wird die ewige Dunkelheit da sein. Ja, nicht umsonst gehört Licht und Dunkel, Licht und Schatten zusammen. Ne? Das eine kann nicht ohne das andere. Lili, bist du in Ordnung? Ja, aber sieh nur, Zidane. Wie Koya es vorausgesagt hatte, der Baum Ifas ist völlig außer Kontrolle geraten. Was wird jetzt bloß passieren? Hier wird's gefährlich. Nur, was sollen wir... Solch eine Explosion werden sie wohl nicht... aber das kann doch nicht sein. Hauptmann! Wartet. Es sind alle am Leben. Was? Könnt ihr mir sagen, wo sie sich befinden? Dort drüben. Die Hildegard ist am nächsten. Du mit den breiten Schultern. Jawohl. Hagen zur Stelle. Sofort einen Kanal zu Hildegard öffnen. Verstanden. Wahrscheinlich, dass da jemand überlebt hat. Großherzog Sitt, wir werden von der Roten Rose gerufen. Sofort den Hauptkanal öffnen. Ei! Hier, Rote Rose, es sind alle am Leben. Wer spricht dort? Mein Name ist Mikoto. Es haben alle überlebt und befinden sich direkt unter deinem Schiff. Wie kannst du so genau ihren Ort bestimmen? Er hat es mir gezeigt. Er? Egal. Wir müssen auf jeden Fall unverzüglich landen. Ei, jawohl. Die Hildegard 3? Das wird doch nicht etwa der alte Sitz sein. Hey, Großherzog! Dann seid ihr also alle... Also seid ihr also wirklich am Leben, so. Dann aber einsteigen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis hier alles in die Luft fliegt. Na endlich kommen wir von hier weg. Ich habe keinen Bock mehr. Ich brauche einen Pfefferminztee. Zidane liebe. Du also, willst wohl bis zuletzt den Helden spielen? Von wem redest du, Zidane? Geh schon mal mit allen vor. Es gibt noch etwas, was ich erledigen muss. Was? Er hat es wohl auch überlebt. Aber das kann doch nicht sein, Zidane. Was ist? Steiner, pass ja gut auf Lili auf, hörst du? Was? Was soll das heißen? Kuya ist noch am Leben. Ich kann ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Etwa, weil ihr beide dieselbe Herkunft habt? Nein, das ist es nicht. Lass den doch einfach da, wo er ist. Da kann er sowieso wegschimmeln. Wenn wir uns nicht beeilen, fliegen wir noch mit in die Luft. Ja. Ja, ich weiß. Aber er hat versucht, uns in den Tod zu reißen. Und er hat versucht, unsere Welt in einen Trümmerhaufen zu verwandeln. Unsere ganze Welt. Aber wäre ich an Kuyas Stelle gewesen, wer weiß. Vielleicht hätte ich ebenso gehandelt. Und außerdem kann ich ihn nicht einfach sterben lassen. Irgendwann muss jeder mal sterben. Aber es besteht doch kein Grund, von sich aus den Tod zu wählen. Vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, Mams. Aber du begibst dich schon wieder selbst in Gefahr, Mams. Trotzdem,
werde ich gehen. Und dennoch, jeder muss im Leben ab und an eine wichtige Entscheidung treffen. Und ich glaube, ich habe mich entschieden. Zum Beispiel hat Vivi sich für das Leben entschieden, als er die Wahrheit über seine Herkunft erfuhr. Und es war für Vivi bestimmt keine leichte Entscheidung. Ja, das stimmt schon, Zitane. Aber allzu viel habe ich dabei eigentlich nicht nachgedacht. Du als Betroffener hast es vielleicht gar nicht so realisiert, aber alle haben von dir gelernt. Zumindest mir hast du beigebracht, wie wichtig es ist, sein Leben nicht einfach wegzuschmeißen. Gut, aber ich kann dich als Drachenritterin nicht alleine gehen lassen, mein Bester. Die Schwachen zu retten und zu beschützen, das ist der rechte Weg eines Ritters, Zitane. Nein, nein. Ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Für mich ist es an der Zeit, eine wichtige Entscheidung zu treffen, aber das muss nicht heißen, dass ihr alle die gleiche Entscheidung treffen müsst. Ihr beide habt doch sicherlich noch genug Arbeit in Bumerkia oder in Alexandria zu erledigen, oder nicht? Das mag stimmen, aber... Und wie ihr ja mittlerweile wisst, bin ich so leicht nicht von meinem Vorhaben abzubringen, wenn ich einmal einen Entschluss gefasst habe. Richtig. Pah, dir ist wohl echt nicht mehr zu helfen. Du hast einen an der Waffel, definitiv. Lassen wir ihn seines Weges gehen. Er ist eh nicht mehr zu überzeugen. Was dauert denn da so lange? Kommt schon an Bord. Das lasse ich mir kein drittes Mal sagen. Margon hat recht. Geht schon. Los, ihr habt keine Zeit zu verlieren. Und dass ihr mir hier ja lebend wieder rauskommt. Zitane, wenn du hier stirbst, wird Aiko dir das nie verzeihen, hörst du? Es gibt noch so vieles, was du mir an Essen zeigen musst, Mams. Ich muss alles probiert haben, Mams. Also, Zitane, wir sehen uns bei den Frösten wieder, Mams. Bei den Frischen. Ich dachte, mittlerweile würde ich dich kennen, mein Bester. Aber deine Treue gegenüber deinem Herzen scheint noch größer, als ich erwartet hatte. Auf ein baldiges Wiedersehen. Zitane, zu leben ist gar nicht so einfach, nicht wahr? Du hast mich schon wieder etwas Wichtiges gelehrt. Zitane? Prinzessin, es ist Zeit. Ich weiß. Lili, nein, Königin Garnett. Mein Versprechen, euch zu entführen, habe ich gehalten. So gut es ging. Aber alles geht einmal zu Ende. Bitte verzeiht mir meine Eigensinnigkeit. Nein, ihr müsst euch nicht entschuldigen. Und ich besitze nicht das Recht, euch euer Vorhaben zu verbieten. Ich bin diejenige, die euch zu großem Dank verpflichtet ist. Wärt ihr nicht so freundlich gewesen und hättet mich entführt, werde ich wohl für immer das kleine und naive Mädchen geblieben, das ich früher war. Aber die Begegnung mit euch, unsere lange Reise in viele verschiedene Welten, die vielen verschiedenen Menschen, die wir trafen, das alles hat mich so vieles gelehrt. Unsere Reise war auch von Strapazen gekennzeichnet und ich verlor aus den Augen, was mir wirklich wichtig war. Aber ihr habt mir immer wieder gezeigt, was wirklich wichtig ist. Nichts kann mich meine Erinnerung an diese Reise vergessen lassen. Sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ich bitte dich von Herzen, komm wieder zurück.
Kannst du mich hören? Halt aus, ich werde gleich bei dir sein. Noch ist es für dich nicht zu spät. Verfolge das Schiff und lass mich in Frieden sterben. Erzähl das der Wand und rühr dich bloß nicht vom Fleck, hörst du? Ich glaube, ich werde dich nie begreifen können. So, also gut, Zitane. Dann wollen wir mal ans Eingemachte. Oh, Ruck. Oha. Habe ich's geschafft? Komisch. Im verwunschenen Wald habe ich doch die Rolle fein hinbekommen. Hey, weißt du noch unter uns? Sagt, du sollst fliehen. Weshalb bist du gekommen? Braucht es wirklich einen Grund, jemandem zu helfen? Deinen Freunden ist die Flucht wohl gelungen. Jo, das warst also doch du. Jetzt wird's aber langsam Zeit, dass wir das Weite suchen. Ich habe versucht, euch mit in den Tod zu reißen. Ich habe doch gar kein Recht zu leben. Ich habe alles verloren. Ich bin eine überflüssige Existenz auf dieser Welt. Niemand hier ist überflüssig. Außerdem hast du uns auch geholfen zu fliehen. Nachdem mir bewusst wurde, dass ich nichts mehr zu verlieren hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, zum ersten Mal wirklich verstanden zu haben, was es bedeutet, zu leben. Haha, aber es ist wohl ein wenig zu spät dafür. Hä? Kuya, Zeit zum Ben hast du später. Kuya, was hast du getan? War falsch. Entschuldigung. Kuya, was du getan hast, war falsch. Aber eine Sache haben wir von dir gelernt, die uns Hoffnung gibt. Nämlich, dass selbst wenn der Zweck, für den man erschaffen wurde, sich als fehlerhaft erweist, es einem trotzdem noch gelingen kann, hinauszuwachsen über diesen bloßen Zweck seiner Erschaffung und als etwas Neues zu sein oder so, Nützliches zu sein.
Irgendwie so. Wir wollen die Erinnerung nicht verblassen lassen, aber ist dieser Wunsch etwa unnatürlich? Wir wollen glauben, dass wir auf dieser Welt das Geschenk des Lebens in Empfang nehmen durften. Daran ist nichts Falsches. Sehr schön. Und so verging die Zeit. Ein Ticket. Vivi hat wieder ein Ticket fürs Theater oder das Ticket. Hier, das hier ist also Alexandria. Wusch. Hey, was stehst du hier so im Weg rum? Oh, du bist ja Vivi. Vivi? Hör auf, diesen Namen so abfällig zu nennen. Was redest du da bloß? Ich bin's, Puck. Hast du mich etwa vergessen? Puck? Der Puck? Der Prinz von Bomerkia? Sag mal, willst du mich veräppeln? Wenn du nicht Vivi bist, wer dann? Ich bin... der Sohn von Vivi. Was? Uwa! Als ob ein Vivi nicht schon genug wäre. Ah, schön. Jeden Tag erzähle ich ihnen von Zidane. Wie wichtig er und seine Freundschaft für uns alle war und dass er uns lehrte, das Leben zu schätzen, zu leben. Es wird langsam Zeit, Freya. Ja, ich freue mich schon darauf, alle zu treffen. Noch eine kleine Verschnaufpause vor der Reise. Es wird dauern, bis ihr wieder Leben einkehrt. Ja, ich bin bei dir, auch in 1000 Jahren. Oh, ich auch, Freya. Ich habe die Stimmen verwechselt. Fredley, ich bin so glücklich, dich wieder zu haben. Lass uns unsere Liebe von Neuem erleben. Moi, ist das niedlich. Zu leben. Das heißt, nicht für immer zu leben oder unsterblich zu sein. Das ist es doch, was du uns gelehrt hast, oder? Sich gegenseitig zu helfen und beizustehen. Ich kann nicht so schnell lesen, wie der Text weg ist. Ja. Auch von diesem Raum muss ich Abschied nehmen. Wie von meinen Erinnerungen und der Infanteriewache. So, ach, ist ja wurscht. Meine Aufgabe ist erfüllt. Leb wohl, Alexandria. Na nü, wo geht's denn hin? Hier, und was ist mit Steiner? Doch ein Abschied ist nicht unbedingt ein Grund zur Trauer, nicht wahr? Die Erinnerung an die Freundschaft währt ewig. Das ist es, was ich von dir gelernt habe. Hallo. Sag mal, was willst du eigentlich in Alexandria? Kommst du etwa nicht mit? Wer redet denn so viel? Warte! Wofür wurde ich eigentlich geboren? Und was wollte ich eigentlich in meinem Leben anfangen? Danke, dass du mich dazu gebracht hast, darüber nachzudenken. Leckere Zutaten alleine sind es nicht, Mats. Die Zubereitung macht den Schmaus, Mats. Und für Freunde kocht man mit mehr Herzen, Mats. So ist es. Nur zu tun, was man tun möchte, seinen eigenen Weg zu folgen, das ist in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Aber alle haben meiner Meinung nach wahre Größe bewiesen. Schnell! Mach doch schneller, sonst geht das Theaterstück ohne uns los. Wir kommen schon noch rechtzeitig. Das Theaterschiff holen wir auch bei Gelegenheit ab. Mit meiner... was? Nicht so schnell! So ein Quatsch! Das Theaterschiff ist doch auch noch... Was? Auch neu, oder? Was? Vater! Was? Mei! Aiko, wie hast du mich gerade genannt?
Sie sieht uns auch uns also endlich als ihre Eltern. Mutter, Vater, Mutter, beeilt euch, kommt schon. Sag das bitte nochmal. Mein Gottchen, nicht so schnell, da kann man nicht so schnell lesen. Das Einzige, was du mich nicht gelehrt hast, ist, was ich tun soll, wenn ich die Schwere der Einsamkeit spüre. Aber vielleicht muss ich die Antwort auf diese Frage ganz für mich allein herausfinden. Warte, Beatrix. Wohin willst du? Bitte stell mir keine Fragen. Das hatte ich auch nicht vor. Aber es ist nur, dass ich dich kein zweites Mal verlieren will. Steiner? Lass uns Seite an Seite der Königin dienen, Beatrix. Moin. Genau das wollt sie hören. Oh, ich schätze mich glücklich, solche Freunde gehabt zu haben. Ich wünschte, unser Abenteuer würde weitergehen. Aber die Zeit des Abschieds ist gekommen. Die Zeit des Abschieds kommt immer irgendwann einmal. Ja. Die Rasselbande hier. Nur noch wenige Minuten bis zur Landung. Alexandria, verdammt lange her. Auf dass es eine feine Vorstellung wird. Jawohl. Zifix. So. Ich danke euch, euch allen. Lebt wohl. Ist das jetzt Zitane oder ist es die Lili? Ich weiß nicht, wer da spricht. Ich denke eher Zitane, ne? Oder Lili? Keine Ahnung. Meine Erinnerungen werden im Firmament weiterleben. Ich glaube, das wird Zitane gewesen sein. Oder doch Lili? Wahrscheinlich Lili. Nehmen wir es bei der Lili, passt. Salute. Das Theaterschiff ist endlich eingetroffen. Ich freue mich so sehr. Endlich wieder alles sehen zu können. Aber die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Die Tage von damals kommen nicht wieder. Es hat keinen Sinn, noch mehr Tränen zu vergießen. Ich muss die Tränen in Lachen umwandeln. Sie trauert um Zitane. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen, entführt uns in bereits längst vergangene Tage, als Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird. Beschließt sie, das Schloss zu verlassen, doch ihr Vater König Lear Und so schmiert Markus und Cordelia den Plan, aus dem Königreich zu fliehen. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch immer den Hinweis, die Taschentücher bereitzuhalten. So, ich habe es abgekürzt. So. Du redest zu schnell, Bark. Da kommt keiner mit. Markus. Ich habe dich so vermisst. Ohne dich ist mein Leben sinnlos. Prinzessin, aber ich bin nur ein einfacher Mann von niederem Geblüt. Bitte nenn mich von nun an Cordelia, nicht Prinzessin. Oh Markus, kannst du denn jemanden wie mich, eine Prinzessin, wirklich lieben? Bitte sag, dass du es kannst, Markus. Ist es die Prinzessin, die du willst, so kann ich dir nur eine Fassade, eine Puppe sein. Aber lacht eine Puppe oder weint eine Puppe? Ich habe gelacht, ich habe auch geweint, doch mehr verlange ich vom Leben nicht. Ich möchte keine Fassade vor mir hertragen müssen, ich möchte keine Puppe sein. Endlich habe ich Gewissheit über deine Gefühle, meine Liebste. Bist du denn bereit, die Rolle deines blauen Blutes abzulegen und dich in meinen Umhang des Lichts oder der Liebe zu schmiegen? Lass mich die Taube sein, ich kann nicht so schnell. So, ihr müsst das selber lesen. Lass uns gleich das erste Schiff mondfrüh nehmen. Ja, wo es auch immer hinfahren mag, Hauptsache wir sind vereint. Ja, ob Regen oder Sturm, wir halten zusammen. Warum darf auf dieser Welt keine Liebe wie die unsere nicht blühen? Warum soll es einem verwehrt sein, sein Lebensglück zu finden?
Wenn es wirklich so kommt, dann bedeutet das einen Krieg. Tut mir leid, meine Turteltäubchen, ich kann nicht so schnell lesen. So. Tag auch, du bist Cornelia? Ja, die bin ich. Kennst du einen Kerl namens Markus? Was ist mit Markus? Ah, eigentlich nichts. Oh. Die vereinbarte Stunde ist schon längst vorüber. Aber von Cornelia fehlt jede Spur. Jedenfalls sollten wir bald aufbrechen. Aber steigst du nur auf dieses Schiff, bringt das uns in keine Minute. Das geht viel zu schnell. Was wirst du tun, Markus? Sie sagte, ihr Leben hätte ohne mich keinen Sinn. Die Sonne ist aufgegangen, aber auf uns hat sie ihre... Ach komm. Ist es uns denn verwehrt, die Tauben? Ich lasse das jetzt selber. So. So niedlich. Zitane? Das gibt's ja nicht. Kann mich bitte jemand kneifen? Aus dem Weg. Ich hab's eilig. Tschüss. Ich muss da runter. Hey, hallo. Ich will durch, bitte. Dankeschön. Meine Lieblingsszene in dem ganzen Spiel. Entschuldigt, ich konnte einfach nicht so schnell lesen. Der Text ist viel zu schnell vorüber. Geflogen, regelrecht. Oh. Der Schatzkristall. Süß. Wie konntest du überleben? Weil du in meinem Herzen warst. Du gabst mir die Kraft. Die Kraft, wieder heimzufinden. Und es war dein Lied, das mich zu dir zurückfinden ließ. Schmacht, ich habe gerade Bibi im Auge. Entschuldigung. Ich hätte doch zwei Parts draus machen können, aber ist ja wurscht. Ich lasse das so im Ganzen. Entschuldigung. Immense Überlänge. Aber dafür so schön. Und damit haben wir eines meiner absoluten Lieblingsspiele mit Erfolg abgeschlossen. Ach, Schmacht. Ach, es ist so schön. Es ist so eine schöne Geschichte. Ich mag die Geschichte so gerne.
Ja, und sie ist so schön zum Schluss, so romantisch. Ach, wie schön. Ich mag das Spiel so gern. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Ich weiß, dass Final Fantasy VII ist bei weitem noch beliebter als das 9er. Wie gesagt, ich habe mit dem hier angefangen. Das war mein allererstes Final Fantasy. Ich habe eigentlich sehr viele Teile nachzuholen irgendwann mal. Vielleicht passt es ja auch, dass wir mal das 7er uns anschauen. Ich habe dann aber überhaupt keine Ahnung, weder geschichtlich noch sonst irgendwie vom irgendwas oder so, irgendwas vom Spiel. Aber gemeinsam mit euch kriegen wir das schon. Was mir wichtig ist, ist eben die Geschichte. Ich muss mich da oft selbst auch an die Nase fassen, da auch mir in meinem Herzen manchmal die Dunkelheit triumphiert und ich mich manchmal auch einfach nur traurig fühle oder einfach den berühmten schlechten Tag habe. Zwischendurch hatte ich auch schon selber Phasen, wo ich in den Spiegel geschaut habe und mir gedacht habe, alter Mädel, ja, bist du es wert zu leben? Kannst du irgendetwas Produktives dir selber, deiner Familie, deinen Freunden, ja, beitragen? Und vor 2 Jahren habe ich ebenfalls wieder in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht, Mädel, was willst du tun? Wo liegen deine Stärken? Was macht dir Spaß? Und genau vor ein paar Tage sind es ja noch bis zum 2. Jahrestag meines Kanals, habe ich mir gedacht, weißt was, ich gehe das jetzt einfach an. Ich will das machen. Ich liebe Videospiele. Ich will Geschichten mit euch erleben. Ich will Geschichten wiedererleben. Ich will Spiele zocken. Ich will Spaß haben mit euch. Ich will nicht traurig sein müssen, wenn es nicht sein muss. Ich will mich nicht verkriechen. Ich will die Dunkelheit in meinem Herzen weghaben. Ganz weg geht's ja nie, aber ich will glücklich sein. Ich habe auch ein Recht darauf. Jeder hat ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und für mich bedeutet glücklich sein auch, oder besser gesagt, es ist ein großer Teil auch davon, Let's Plays machen zu dürfen und zu können. Ich kann es nicht oft genug sagen, vielen Dank an YouTube, dass ihr uns überhaupt die Möglichkeit gebt, sowas machen zu können. Ich weiß, mein Kanal ist sehr klein, ich weiß es. Um wirklich das Ziel verfolgen zu können, selbstständig damit zu werden, fehlt schon noch ein großes Stück, keine Frage. Aber viele von euch haben mir schon so oft geschrieben, dass es möglich wäre, dass wir es schaffen können. Und ich möchte ehrlich gesagt auch gern dran glauben. Ich möchte dran glauben. Ich möchte in erster Linie Spaß mit euch hier haben. Und vielleicht ergibt sich wirklich die Möglichkeit, daraus auch für mich eine Selbstständigkeit zu machen. Mein ganzes Leben, mein Herzblut in den Kanal Zockerplatz stecken zu können. Euch und mir selbst Tag für Tag eine Freude zu machen, sofern die Technik halt mitspielt. Und dieses Spiel hier erinnert mich jedes Mal daran, die Geschichte erinnert mich jedes Mal daran, dass man in sich selber reinhören soll und auch seine Träume, seien sie noch so verrückt und noch so weit hergeholt, dass man versuchen sollte, diese Träume nachzugehen und zu erfüllen. Komme dabei raus, was wolle. Wichtig ist, dass man seinen Träumen eine Chance gibt, denn die Träume machen uns glücklich. Ja, und so ist es auch bei mir. Ich bin unfassbar glücklich und ich hoffe, ich kann dieses Glück mit euch auch teilen. So, unser nächstes Projekt steht eigentlich schon in den Startlöchern, aber ich möchte zuerst noch das eine oder andere NP beenden, weil ich muss die Menge, die ich momentan habe, wieder etwas reduzieren. Weil der Winter ist gleich vorbei. Wir haben heute so um die 10 Grad draußen. Also der Schnee wird heute ein bisschen schmelzen. Also laut Wetterbericht sind es 10 Grad. Ich war noch nicht draußen, muss ich mal schauen. Und es wird dann bald die Zeit wieder kommen, wo ich meinem Beruf nachgehen werde. Sei es jetzt vielleicht als Zahlungskellnerin oder irgendwas anderes, mal schauen, was sich da jetzt noch ergeben wird die nächsten Tage.
Und dann kann ich nicht mehr so viele LPs machen, weil es mir einfach zeitlich nicht mehr ausgeht. Und deshalb muss ich da jetzt etwas zurückschrauben. Und möchte noch gerne die bestehenden Let's Plays zu Ende bringen und dann schon langsam Platz machen für künftige neue Spiele auch, wie zum Beispiel Alex oder, ja, ich traue es mir gar nicht zu sagen, Outlast 2 wollte ich mir auch anschauen, aber ich denke mal, ja, ohne Windel und halbstündigen, ja, Bibi gehen, sage ich mal, wird das nichts werden. Alter Schwede, soll so hart sein. Ja, und dann sind noch natürlich, erst im nächsten Jahr leider, wird dann Gilde 3 auf dem Kanal hier erscheinen. Soll Anfang Jänner soll es kommen. Ich bin gespannt, ob sie es nochmal verschieben. Ich hoffe nicht. Darauf freue ich mich ja ganz besonders. Und ja, wenn ihr Wünsche habt, was ich jetzt playen darf, soll, aus eurer Sicht, was euch interessiert, könnt ihr mir jederzeit eine Nachricht schreiben, sei es eine private oder als Kommentar. Oder als E-Mail, ganz wurscht, wie ihr mögt. In der Kanalbeschreibung ist eine E-Mail hinterlegt, also da könnt ihr euch ausdrucken, ja? Auf jeden Fall bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass ihr hier dabei seid, wie immer, dass ihr mir so treu zuhört und zuschaut. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass euch das Let's Play gefallen hat. Und nehmt die Weisheit hier des Spiels mit auf euren Weg. Ihr seid alle wertvolle Menschen und lasst euch von niemandem was anderes sagen. In diesem Sinne, danke nochmal für alles. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Sorry für die große Überlänge, ich dachte, es geht sich alles besser aus. Aber dafür ist es ein wunderschönes Happy End. Und wir hören uns dann beim nächsten Projekt. Also nochmal vielen Dank und von ganzem Herzen bis auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüssi, ihr Lieben.